Hallöchen, Hartz2004. Heute habe ich mal wieder ein neues Top-Video, und zwar die Top 11 teuersten Fußballspieler, beziehungsweise die teuerste, wertvollste 11 der Welt mit den wertvollsten Spielern. Und da sind ein paar alte, bekannte Gesichter auch aus der Bundesliga dabei. Und ich würde sagen, ich beginne mal in der Defensive, sprich mit dem Torwart. Und der momentan wertvollste Torwart der Welt ist Marc-André Ter Stegen, kennen wir ja, deutscher Nationaltorwart. Er hat früher viele Jahre bei Gladbach gespielt und spielt jetzt schon seit 3-4 Jahren bei Barcelona. Ter Stegen hat einen stolzen Marktwert von 80 Millionen Euro. Das ist ja eine reichlich hohe Summe. Und ich glaube, es wird noch steigen, weil ich glaube, der ist ja noch gar nicht so alt und hat noch vielleicht seine Hochzeiten vor sich, auch als deutscher Nationaltorwart, wenn Manuel Neuer dann aufhört. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir, ich bin mir gar nicht sicher, ob es auch ein altbekanntes Gesicht aus der Bundesliga ist, aber ich glaube schon, denn Dani Carvajal von Real Madrid ist der wertvollste Rechtsverteidiger mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro. Und ich bin mir relativ sicher, dass der früher auch in der Bundesliga gespielt hat, und zwar bei Leverkusen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt und wenn ja, wann, oder halt, ob es nicht stimmt. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, vielleicht verwechsel ich da aber auch was. Dann beginnen wir mit dem rechten Innenverteidiger. Und da ist ein Mannschaftskollege von Carvajal, und zwar Weltmeister und bester momentaner Innenverteidiger Rafael Varane. Der spielt ja auch bei Real Madrid, und ich war ja im Stadion bei Real gegen Bayern, ne? Der Typ ist so eine Kante, der sieht in echt so viel breiter und größer aus, als er im Fernsehen schon aussieht. Und der hat auch ebenfalls einen Marktwert von 80 Millionen Euro, also ebenfalls genau denselben Marktwert wie Ter Stegen. Und dann der zweite Innenverteidiger ist ein weiterer Kollege von ihm, aber viele denken jetzt wahrscheinlich Ramos, und das stimmt nicht, denn der linke Innenverteidiger und mit 70 Millionen auch der zweitwertvollste Innenverteidiger kommt nämlich aus Barcelona und heißt Samuel Umtiti. Der ist nämlich ja auch Weltmeister geworden diesen Sommer in Russland mit der französischen Nationalmannschaft und ist halt ein Kollege von Rafael Varane. Und der hat ebenfalls einen Kollegen auf der linken Seite als Linksverteidiger, und zwar Jordi Alba. Der spielt ja bei Barcelona, spanischer Nationalsieger, Trippelsieger, hat glaube ich so gefühlt alles gewonnen, was man gewinnen kann als Fußballer. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League in Spanien, alles. Und mit seinem Marktwert von ebenfalls 70 Millionen ist er halt der Linksverteidiger. Damit schließen wir diese Abwehr ab. Die Abwehrreihe war also Jordi Alba, Umtiti, Varane, Carvajal und im Tor Ter Stegen. Dann beginnen wir mit dem Mittelfeld. Und dort sehen wir einen Spieler, den wahrscheinlich alle kennen, und zwar Paul Pogba. Den kennt man zwar nicht aus der Bundesliga, aber man kennt ihn alle, der 105 Millionen Transfer oder wie viel es am Ende war. Momentan hat er jetzt einen Marktwert von 90 Millionen Euro. Er spielt bei Manchester United in der Premier League. Ich glaube, er spielt eine ganz ordentliche Saison bisher. Und der ist ja auch ordentlich bekannt. Dann machen wir mit dem linken ZM weiter, mit dem linken zentralen Mittelfeldspieler. Und das ist ein Bekannter aus der Premier League, und zwar von Liverpool, und zwar ein gewisser Philippe Coutinho. Und zwar hat er einen Marktwert von stolzen 150 Millionen Euro. Eigentlich, glaube ich, ist er eher Flügelspieler oder spielt bei Barcelona mehr auf dem Flügel. Aber hier ist er jetzt als Mittelfeldspieler aufgezählt. Und so wird es wohl sein. Es ist bereits jetzt schon der vierte Barca-Spieler in dieser Top 11. Und dann machen wir mal weiter mit dem anderen zentralen Mittelfeldspieler, und zwar dem dritten von den drei. Und das ist KDB, Kevin De Bruyne. Er hat einen Marktwert von 150 Millionen, spielt beim Rivalverein von Pogba, bei Manchester City und Man United sind ja Rivalen. Und er hat ja auch eine sehr gute WM gespielt. Man City wurde ja gar nicht Meister. Chelsea wurde Meister mit Kanté. Wieso ist der überhaupt nicht in dieser... Kanté sollte eigentlich in dieser... Der ist ja der in dieser Aufstellung sein. Der ist ja der mit Abstand beste Mittelfeldspieler meiner Meinung nach. Aber ja, 150 Millionen Euro ist der Marktwert von Kevin De Bruyne. Und jetzt machen wir weiter mit den drei frontalen Spielern. Und da haben wir... Die sind alle gleich teuer. Und zwar haben wir einmal auf dem rechten Flügel Kylian Mbappé, ja, der Youngster von PSG. Er ist 19 Jahre alt, hat einen Marktwert von 180 Millionen. In FIFA kostet er 500.000 Münzen. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und er spielt bei PSG. Da gab es ja diese Probleme mit dem Financial Fair Play Gesetz, als er da letzten Sommer hintransferiert ist. Aber seitdem bringt er da konstant Leistung, wird immer besser gefühlt von Saison zu Saison. Und ich bin mal gespannt, was aus ihm wird. Er ist ja ebenfalls auch Weltmeister geworden.
und war da ja auch nicht ganz unbeteiligt dran. Dann machen wir mal mit dem linken Flügel weiter. Und zwar ebenfalls kostet dieser Spieler, oder hat er einen Marktwert von 180 Millionen. Und zwar der Flügelzangenpartner von Mbappé bei Paris Saint-Germain, und zwar Neymar. Er war, ist ja für 222 Millionen von Barcelona zu PSG gewechselt. Also das war ja seine Ausstiegsklausel. Und seitdem spielt er da auch. Wird ja gerüchtet, dass er Interesse hat, zurück zu Real zu gehen. Oder zu Real oder zurück zu Barca. Aber ja, sein Marktwert 180 Millionen Euro. Und das ist echt eine stolze Summe. Und jetzt kommen wir noch zum Stürmer. Und wahrscheinlich denken jetzt viele von euch, das ist Ronaldo. Ist es aber nicht, denn es ist Lionel Messi, der beste Fußballer, den es jemals gab, den es momentan gibt. Und zwar hat er ebenfalls einen Marktwert von 180 Millionen Euro und hat ja auch auf dem linken Flügel einen ehemaligen Kollegen von sich und ist damit auch schon der 1, 2, 3, 4, 5. Barca-Spieler in dieser Top 11 wertvollsten Spielerliste. Er ist 180 Millionen wert, genauso viel wie seine Flügelkollegen Mbappé und Neymar. Und ja, das war's zu dieser teuersten Elf. Diese Daten sind alle von Transfermarkt bezogen. Da steht das halt. Und ja, das war's in diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob Carvajal mal in der Bundesliga gespielt hat. Abonniert diesen Kanal und ciao.